Salve Leute und willkommen zu diesem neuen Abenteuer. Heute befinden wir uns schon direkt in der Location. Es ist ein altes, verlassenes Hotel, deswegen mussten wir ziemlich zügig hier drin einsteigen. Die Gegebenheiten waren nicht so die besten, weil wir ja so ziemlich auf dem Präsentierteller sind. Nichtsdestotrotz soll in diesem Hotel noch ziemlich viel Inventar vorhanden sein. Ob das ist, das werden wir jetzt sehen und euch wünsche ich viel Spaß mit dem Video. Starten tun wir das Ganze ja schon mal in so einer riesengroßen Waage. Mal testen, ob die noch funktioniert. Aber die stand vor uns schon mal drauf. Und ich wiege 95 Kilo. Also ich würde sagen, das Ding funktioniert gar nicht mehr. Aber ich wiege keine 95, aber ist auf jeden Fall Wahnsinn, dass sowas hier noch rumsteht. Und das verspricht natürlich viel, viel mehr, was die Location angeht. Also ich glaube, das wird richtig gut heute. Och du Scheiße. Alter Schwede. Alter, guck, Leute, das sind alles Akten, Dokumente. Auf jeden Fall ganz, 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 ganz viel Unterlagen, die einfach kreuz und quer verteilt sind. Das sieht ein bisschen aus, als ob hier wahnsinnig viel rumgemietet wurde, aber puh. Leute, das wird was heute. Hier liegen noch alte Disketten. Okay Leute, wir sind jetzt sage und schreibe 10 Minuten in der Location und sind uns 1000% sicher, dass das hier bloß der Anfang ist. Und das hier ist Einnahmen ausgeworfen, das sind alte Kasten, ne? Oder alte Monatsabrechnung. Kalkulation. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen ein bisschen rüber so. Ja, so ist es perfekt. Hier, dass ihr das mal sehen könnt. Dass man euch hier keinen Quatsch erzählt. Wir reden von Monatseinnahmen. Um die Viertelmillion Mark. Was war denn im Februar? Da hat es bestimmt geboomt durch Februar 99. Das Winter. Also wie so ein Ort. Starkes Wintergeschäft hier. Also Leute, das ist ja nicht irgendein kleines Hotel. Kein Spaßhotel, sondern wir reden ja wirklich von monatlichen Einnahmen. Um die 250.000 Mark im Monat. Wahrscheinlich zur Stoßzeit. Oh, hier sind wirklich Fotos. Alte Filme da. Oh, ist das das hier? Es könnte. Nee. Doch, das sieht so aus. Ist das? Ich weiß nicht, ihr werdet das jetzt vielleicht gar nicht so richtig erkennen. Wir strahlen es mal von hinten an. Vielleicht sind das ein paar alte Aufnahmen vom Hotel. Krass, Leute, das ist richtig. Es geht hier richtig krass los. Also, ich weiß nicht, was hier noch kommen soll, wenn das schon so losgeht. Boah, und ich muss euch dazu sagen, wir hatten heute eigentlich was anderes vor. Das hat sich heute ein bisschen überschlagen und wir haben uns jetzt kurzerhand für die Location heute entschieden. Und statt jetzt bereuen wir nichts. Nichts, gar nichts. Also das wird richtig gut, richtig gut. Ich muss mal dazu sagen, wir müssen uns hier auch ziemlich leise bewegen. Denn wie ich schon am Anfang gesagt habe, das Hotel selber steht wie auf einer Insel, sage ich mal. Also hier rum, wir sind hier mitten in der Ortschaft. Und wir müssen natürlich unglaublich aufpassen. Fällt mir auch schnell mal auf. Deswegen, ja, wie man es prinzipiell handhaben, schön diskret voranschreiten. Und dann bin ich mir sicher, dass das hier noch lange nicht alles gewesen ist. Und ich hoffe, das kommt für euch auch so rüber, denn das mit den Akten ist, wie gesagt, nur der Anfang. Das sind die ganzen Zubehörteile aus den Toiletten. Hier hast du quasi die Spülkästen. Dann wahrscheinlich diese Toilettenpapierspender. Das wurde hier wahrscheinlich alles eingelagert. Hier haben wir noch ein paar alte Deckenlampen. Diese wahrscheinlich dann, bevor das geschlossen wurde, hier Türklinken. Das wird dann wahrscheinlich dann alles demontiert und hier eingelagert. Hier ist noch ein Aktenschrank. Leute, wir befinden uns hier halt wirklich in einem absoluten Skizubehör. Ah, okay, da haben wir sie schon. Es ist auch ein Skigebiet hier. Und so zu Stoßzeiten dann auch wahrscheinlich hier richtig voll in dem Hotel, was natürlich auch die Einnahmen, die monatlichen, wiederum dann aussagen. Oh, ich hab die alten, ne?
Zeit ist soweit. Da geht's weiter. Handwerkszubehör, also was ich auch schon, was wir auch schon gesehen haben, ist ja wahrscheinlich, waren hier auch noch ein bisschen Handwerker aktiv. Ich weiß das jetzt nicht, ob das im Nachhinein passiert ist, ob hier schon Gewerke drin waren für den möglichen neuen Eigentümer. Oder ob das noch bei alte Überbleibsel sind von den damaligen Handwerkern, wo das Hotel noch aktiv war. Ich sehe doch gerade verdächtig nach Farbe, also wie frisch gestrichen. Alter Hocker. Guckt euch mal die Toilette hier an. Wie sieht der gesprengt aus? Das ist wahrscheinlich hier noch der harmlose Bereich. Weil, wie gesagt, wir sind hier in einem Hotel. Wird es ja wahrscheinlich noch die Gastronomie geben, beziehungsweise Speiseraum, Hotelzimmer. Also ich denke, hier erwartet uns noch einiges. Das sind die Kühlzellen. Ja, das kennt man ja von diesen ganzen Großküchen, wo du dann halt das, ja, war das oben das Kühlaggregat noch, wo du dann halt das Gemüse und alles eingelagert und wahrscheinlich dann auch noch die Getränke, Fassbier und die ganzen andere Getränke, die wurden wahrscheinlich schon eingelagert. Hier ein paar Haken, vielleicht sogar Frischfleisch. Ich würde mal sagen, das ist der ganze Bereich hier wirklich der reine Küchen- und Gastrobereich war, was jetzt die Einlagerung, was die Einlagerung betrifft. Und ich versuche euch, wie gesagt, vielleicht noch ein paar ein oder andere Informationen zu dem Hotel dann nach dem Video mit einzuspielen. Weil wir auf diese Location jetzt nicht ganz so gut vorbereitet waren, wie auf die eigentlich heute stattfinden sollte. Deswegen weitere Informationen dann im Nachgang. Leute, es nimmt einfach kein Ende, es bricht nie ab. Was ist denn hier los? Das ist die Küche. Guckt euch das an. Scheiße. Ist das geil. Ja, die Heizplatten, die Öfen. Alter, das ist krank. Leute, für alle Urbexer da draußen. Es ist ein Garmin-Schmaus hier zu sein. Das ist der Aufwaschbereich. Hier wurde gespült. Erst mal so eine, flexible Düse. Konnte dann das Zeug abgespült werden. Und das ist so eine, ihr kennt das vielleicht, das ist so eine Industriespülmaschine. Da stellt man dann hier so diese Körbe rein, habe ich euch alles zwischen. Dann wird das Teil hier runtergezogen. Und dann wird das in Windeseile durchgespült. Also quasi eine Spülmaschine groß und halt im blitzschneller Zeit. Damit dann halt auch schönes, wieder frisches Geschirr vorhanden war. Jetzt geht's wahrscheinlich in den Gastraum. Leute, was ist hier los? Was ist hier los? Hier stehen noch die Sitzecken. Hier noch die Holzverkleidung. Lampen teilweise noch montiert. Stühle. Und ich kann mir das ziemlich gut vorstellen. Dadurch, dass das ja unten scheinbar ein Skihotel ist. Wenn du dann abends hier eingekehrt bist, gemütlich doch deine Kaltgetränke genossen hast. Ich denke mal, war das hier ein ganz beschauliches Plätzchen. Also das, ich meine, es wird schon ein paar Jahre leer stehen, aber alles noch im Rahmen, muss man sagen. Also es hier wurde auch noch nicht groß rumgewühlt oder sowas. Ist aber ja unüblich für solche Ortschaften. Wir befinden uns hier auch wirklich in einer kleinen Ortschaft. Also muss man wirklich sagen, es ist so, wie es eigentlich auch sein soll. Es wird sich selbst überlassen. Es wird hier nie rumgewühlt. Es ist hier nichts mutwillig zerstört und das sieht man einfach. Und das ist auch eine Message da draußen für alle Leute, die sich gerne sowas angucken. Guckt es euch an, genießt das und geht wieder. Und der Nächste wird sich auch daran erfreuen. Das ist einfach so viel cooler, sich dann solche Locations anzugucken. Da hat man halt solche Bilder vor sich. Und das macht dann halt auch umso mehr Spaß. Aber es ist heutzutage auch gar nicht mehr einfach, solche Locations zu finden, weil halt immer mutwillig zerstört wird. Und das ist eben das, was das Ganze auch ein bisschen im übertragenen Sinne zerstört. Okay, wir wollten eigentlich gerade hoch.
hochgehen, wurden jetzt wieder von einem kleinen Raum unterbrochen, der das hier für uns bereithält, der Lampenlager. Dann stehen da noch diverse Flüssigkeiten, Reinigungsmittel, was auch immer. Das ist alles nach Dämmerzeit. Genau, wir gucken jetzt mal hier gezielt auf ein Etikett. Ja, ja. Hast du was? 1 bis 1. Ja, überall, überall sind hier noch Marktpreise drauf. Also, da können wir uns ja selber so ein bisschen grob ausrechnen, wie lange das hier wirklich schon vor sich hin oxidiert. Hier ist ein Zeug drin. Was ist denn das? Chemikalien, Lösungsmittel? Jetzt Lösungsmittel. Was haben wir noch? Allzweckreiniger. Champions. Ein paar Champis haben wir hier, genau. Für einen kleinen Hunger, Lackfarbe. Hier eine kleine Werbung, wie es aussieht. Und das ist wirklich, wenn man sich das überlegt, anhand dieser ganzen Beweise kann man schon sagen, ist das ja locker. Ja, alles schon weit über 20 Jahre geschlossen. Und dass das dann alles noch so erhalten ist. Wir sind einfach nur dankbar. Wir sind wirklich sehr, sehr dankbar. So, wenn jetzt nichts dazwischen kommt, die nächsten 2,5 Meter, dann gehen wir jetzt nach oben. Möbelagen zusammengerumpelt. Es wurde alles einfach nur komprimiert in die Ecke geschoben und stehen gelassen. Nur für uns, damit wir das heute sehen können. Hier ist ein alter Safe. Guck mal hier. Alter Zapftresen. Die ganzen Sitzbezüge hier noch, Sessel. Die ganzen Lederkissen hier oder was, das ist von den ganzen Möbeln. Es ist wirklich, es wurde alles zusammengebaut, die Räume wurden wahrscheinlich geleert und alles dann hier so eingelagert. Ach ja, in dem Raum kann man es erahnen. Es ist alles zugerumpelt. Guck mal, also das, was ihr jetzt seht, das ist wirklich ein riesengroßer Raum. Und wir können hier nicht von einer Seite zur anderen laufen. Es geht nicht, weil hier einfach alles komplett zugerumpelt. Hier ist so ein Essautomat, wo hier ein Brötchen haben kann, das hier. Snackautomat, oder? Ne. Hier steht noch ein Snackautomat. Alter. Klar, hier steht noch ein Snackautomat. Ist doch völlig klar. Jackpot! Das ist ein Altersheim. Guck mal. Ja, jetzt wird es ganz verrückt. Guck dir die Treppenaufgänge an. Guck mal hier, das ist wie so eine. Ach, das ist die Empfangshalle. So eine, okay, Leute, das scheint der Haupteingang gewesen zu sein. Leute, und jetzt befinden wir uns quasi wie in der Empfangshalle. Jetzt wird es aber ganz verrückt. Ihr habt ja vor uns schon mal so eine Speisekarte gefunden, gleich anfangs. Für ein Altersheim. Das war aber eigentlich ein Hotel. So. Das Komische hierbei ist es jetzt, dass man eine hammergeile Empfangstresen hier, dass er einfach hier nur so steht, ist schon richtig verwöhnt hier drin. Jetzt haben wir mal hier so ein Bett. Und das ist natürlich ein klassisches Bett, was man aus Pflege- oder Altersheim kennt. Jetzt ist natürlich die Frage, warum steht das hier drin? Wurde das Ganze vielleicht über das ganze Objekt zweckentfremdet? Vielleicht war es dann zwischenzeitlich auch mal ein Altersheim? Das sind jetzt halt viele Fragen, worauf wir uns die Antworten selber noch raussuchen müssen und die ich dann wirklich versuche im Anschluss nochmal mitzugeben. Guten Tag, der Herr. Ein Guten Zimmer Tag. Für 2 Personen, bitte. Herzlich willkommen. Schlüsselgäste. Hier zu stehen, hinter dem Tresen und sich vorzustellen, dass man hier die Hotelgäste empfangen hat. Das sieht ganz wie ein Büro aus. Da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das so ein klassisches
Das Generalbüro, kann man hier sagen. Wie sagt man? 3. Okay, dort hängt schon mal ein Kalender, den seht ihr jetzt nicht so. Hier an der Wand hängt ein Kalender von 2003. Dann kommt die Sache langsam näher, weil ich immer mehr vermute, dass das ein Hotel war und später dann in Altersheim. Oder umgedreht. Ja, wir hören sie dann so, dass die Zimmer wahrscheinlich sind. Genau, spätestens bei den Zimmern. Wir haben eines Besseren belehrt. Falls der kleine Hunger kommt, Mikrowelle wäre auch vorhanden. Hier auf der Seite ist eine Zufahrt. Ich führe dann direkt, hier drüben sind noch so Mehrfamilien- oder Einfamilienhäuser. Deswegen ist das hier eher die prekäre Seite. Wenn jetzt jemand vorbeikommt, dann stehen wir wirklich Auge in Auge. Aber guckt euch mal das Zimmer an. Hier auch die verdorrten Pflanzen, wobei die noch relativ gut aussieht. Voll wunderlicherweise. Hier noch ein Doppelbett. Guck mal hier. Oh krass. Jetzt kommt der Test. Kabel ist gelegt. Hinter mir das Bett mit Kissen. Eine schön selbstgebaute Antenne. Stuhl. Der Schrank. Und wenn jetzt der Fernseher noch geht, dann ist ja Finale. Also dann. Also wie das hier aussieht. Also ich weiß nicht, ob sich hier jemand einnistet, aber das ist jetzt kein gewöhnlicher Ort, wo du einfach mal draußen Obdachlose hausen und das sich dann hier niederlassen. Das ist einfach alles, das wäre total untypisch, dass das hier passiert. Ich glaube das alles nicht. Aber hier musst du wirklich genau hinschauen, weil hier wirkt jedes Zimmer komplett anders. Hier sind jetzt wieder zwei Matratzen in den Raum gestellt. Also was es natürlich sein kann, wie gesagt, ist, dass es hier Handwerker gegeben hat, die dann gleich direkt auf Baustelle geschlafen haben. Anders können wir uns das jetzt hier auch nicht erklären, weil dafür sieht das hier streckenweise. Das stimmt auch hier, das ist schon ziemlich frisch. Die Toilette wurde wahrscheinlich auch vor kurzem benutzt. Ja, stehen überall Arbeiterschuhe. Ja, Wäscheleine gespannt. Okay. Dann würde ich sagen, setzen wir uns an den Tisch. Es gibt Mittag. Noch alte Bilder. Hier wurde Mensch ärgerlich gespielt. Hier wurde der Schnittenteller stehen gelassen. Die Teller stehen tschechisch. Auf dem Tisch. Die waren definitiv tschechisch. Alles auf Tschechisch, genau. Das war wahrscheinlich wieder ein Gemeinschaftsraum hier. Es steht alles einfach nur da. Es steht einfach nur da. Feierabend, nach Hause, fertig. Hier wurde gehaust. Hier wurde einfach gehaust. Und irgendwann war Schluss. Die Leute sind weg nach Hause, sind nie wiedergekommen. Fakt ist, die sind aufgestanden und gegangen. Und das ist das, was übrig bleibt.
später schon. Jetzt ist die Etage hochgegangen. Auf dem Gang sieht man jetzt wieder Haufen. Ja, Eimer mit Bauabfällen. Teilweise noch Werkzeug. Das ist wirklich eine große Frage, was es zum Schluss war. Wie sich das die Jahre hier entwickelt hat. Aber ich hoffe, das finden wir alles im Nachgang noch raus. Aber wenn man das Ganze so sieht, muss ich dazu sagen, das war echt schön hier bestimmt. Ich bleib mal kurz in einem Vorhang. Da drüben ist schon ein Wohnhaus, was so ein bisschen orange schimmert. Das gehört hier noch zum Hotel. Hier unten ist schon die Hauptstraße. Wie gesagt, Leute, in so einer kleinen Ortschaft muss man wirklich gewaltig aufpassen. Denn da fällt man sehr schnell auf. Na, hier haben wir noch eine kleine Bedienungsanleitung eines größeren schwedischen Möbelherstellers. So Leute, jetzt wird es wieder ganz verrückt. Das Bad hier. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das ist komplett neu gefliest. Warum? Hier liegen noch die ganzen Abschnitte. Warum ist es hier stellenweise neu gemacht? Dann sieht man wiederum Krankenbetten von älteren Leuten, so Pflegeheim typisch. Dann wieder normale Hotelzimmer. Dann wieder, ja, wahrscheinlich Herbergen für Bauarbeiter, die sich hier niedergelassen haben, während der Bauzeit oder was auch immer hier gemacht wurde. Ich versuche mir das alles ein Stück weit zusammenzusetzen und ich komme auf keinen Nenner. Vielleicht könnt ihr euch darunter mehr erklären. Erklären wir das? Okay, jetzt bin ich komplett raus. Hier werden alte Leute drin gewaschen. Genauso wie hier, das ist eine Wanne. Was ist denn das hier für eine? Ja, warum sieht denn das so gewaltig aus? Ist das mobil? Aber das, ich dachte jetzt schon, was kann das? Kann man irgendwie das rücken oder so? Man kann das vielleicht so klicken. Ach so, Höhenverstellung oder sowas. Ach ja, guck mal hier. Temperatur etc. Aber das sieht man jetzt nicht. Also irgendwas kannst du damit machen? Kannst du das vielleicht ankippen oder sowas noch? Das sieht schon alles sehr technisch aus hier. Ja, aber das wird halt immer kurioser. Bis dahin haben wir, wie gesagt, die ganzen einzelnen Betten gesehen. Jetzt werden ja auch die Krankenbetten noch gelagert. Hier. Hier werden überall diese Krankenbetten gelagert. Wo kommen die auf einmal her? Uiuiuiui. So, Leute. Also, Leute. Das ist die erste Etage über der Rezeption. Ich wollte euch gerade sagen. Dort durch das Fenster, dort sind schon die Wohngebäude. Geht auch schon die Zufahrt zu den Gebäuden durch. Da ist gerade schon ein Auto lang gefahren. Ich bin froh, dass ich jetzt nicht gerade am Fenster stand da drüben. Aber ich muss sagen, bisher alles sehr, sehr angenehm zu erkunden hier. Einfach holen wir alle fünf gerade lassen, oder wie sagt man? Alle 24. Hier? Es scheint beinahe so, als ob so die obersten Etagen tatsächlich ja, ein Pflegeheim, ein Altersheim gewesen sein könnten. Jetzt der nächste Raum, haben wir dann wieder diese Badewanne mit Thermostat. Die ganzen diversen Einstellhähne. Hier kann man dann wirklich nochmal genau die Temperatur einstellen. Wahrscheinlich, dass es dann auch den alten Leuten dann nicht zu heiß oder zu kalt wird. Hier wahrscheinlich wieder so eine Sitzwanne. Und das hier, wenn ihr es wisst, dann lasst es mich gerne wissen. Was kann man hier? Da kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Aber ihr wisst da vielleicht mehr, vielleicht jemand, der aus dem Pflegebereich kommt, der kann mir vielleicht sagen oder uns sagen, was es mit dem Gerät auf sich hat. Das ist so verspiegelt. Was sitzt hier? Okay. Das ist
beziehungsweise die Fahrstuhltechnik. Fahrstuhltechnik. Und das hier wäre jetzt schön für uns, hier problemlos aus dem Fenster rauszuklettern und auch das Ganze von draußen zu betrachten. Aber das ist einfach hier schwierig umzusetzen, denn hier diese ganzen benachbarten Häuser, die habt ihr halt umliegend hier und du würdest sofort gesehen werden. Das ist einfach zu viel Risiko hier, denn so schnell sind wir hier nicht draußen. Eine Sache, die wir von uns noch ausgelassen haben, weil wir erstmal die obersten Etagen abgegrast haben. Die scheint nur so eine Art Bar zu sein oder so. Hier unten, wie gesagt, jetzt wieder der Bereich, der partout nichts mit Pflegeheim oder Altersheim zu tun haben kann. Oh. Richtig schicke Massivholz. So eine richtig schicke Bar hier. Gucken wir uns das Ganze mal von der anderen Seite noch an. Ja, wir haben wahrscheinlich, wie gesagt, so eine Art, ja, vielleicht für abends noch mal so ein paar gemütliche Stunden. Hier ist so eine Extratür noch mal, die hier reinführt. Kaffeefiltertüten. Fein säuberlich, auch die ganzen Schieber hier noch mal beschriftet. Küche, Büro, Besteck. Was haben wir hier? Was ist das für ein Schalter? So ein alter Ofen, ne? Krass. Oh, Brot oder Brötchen backen hier drin, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier so ein Bedienrad noch dran. Ja, was ist hier, Kühlschrank? Mhm. Mit diesen alten Griffen hier. Oh, krass, ey, wie das ausgesehen hat früher. Kann man sich gar nicht vorstellen. Check. Check. Hier nochmal ein separater. Ja. Speiseaufzug. Geht leider nicht mehr auf. Ja. Das ist schon Wahnsinn. Fragst dich, dass sich hier niemand findet? Oh, jetzt war ich erschrocken. Ich dachte, wir kriegen Besuch. Dass sich hier keiner findet, der hier noch Geld in die Hand nimmt. Fein säuberlich mit Papier hier. Ja, das ist es. Das ist ja nicht mal, dass das hier bis hingeschmissen wurde. Also jetzt was ganz cool ist, das ist wie so eine Art Tunnel. Jetzt geht es ja wieder mal die Treppen wieder hoch. Da müssen wir erstmal schauen, wo wir hier rauskommen. Kommen wir jetzt in das Nachbargebäude. Auf jeden Fall tropft es ja. Das war nicht zu knapp. Läuft ja noch Wasser, guck mal. Ach du Scheiße. Aber. Oh. Das ist ein Feuerwehrschlauch. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Und hier läuft oben nicht die Sonne. Gibt es auf einmal noch mal eine Schwimmhalle. Da ist Tennisbonbon oben drauf. Überall schon Moos hier angesetzt. Ja, das sieht auch so geil aus hier mit dem Dach. Und sieht auch noch relativ gut erhalten aus. Hey, Wahnsinn. Wir waren jetzt eigentlich schon so, ja, ziemlich am Ende jetzt. Und dachten, jetzt gehen wir noch mal hier unten lang. Der Olli hat diesen Tunnel noch gefunden. Zum Glück, denn jetzt sind wir quasi unterirdisch in so ein Nachbargebäude
und das Nachbargebäude, weil wir von außen schon nicht wussten, was das sein könnte. Ja. Das ist halt das hier. Irgendwelche Zuleitung, was hier zum Bad gehört. Reinigung. Riesig. Oh, sehr geil. Nicht kaputt, gar nichts. Ein Solarium in Top-Zustand. Natürlich leicht verdreckt, aber hier mit Münzeinwurf. Es steht einfach hier, unberührt, unbeschädigt. Wir sind hier absolut verwöhnt, was das Objekt angeht. Absolut verwöhnt. Oh. Alter Schwede. Leute, wer das Video vielleicht gesehen hat, wo wir in einem alten Militärgelände waren, haben wir ja sowas in der Art auch gefunden. So eine alte Sauna, inklusive diesen Becken. Das sah bloß um einiges zerwüteter aus. Aber das hier, das sieht ja eher aus wie, kommt rein und benutzt mich. Diese Steine, die dann so erhitzt werden, wo dann das Wasser aufgegossen wird. Es ist einfach komplett ganz. Es ist komplett ganz die Sonne. Ich hoffe, wie gesagt, ihr könnt das auch alles schön aufsaugen hier. Und so ist es immer was anderes, wenn man selber vor Ort ist und das Ganze erlebt. Aber ich hoffe, dass ihr so ein bisschen empfinden könnt, wie unglaublich interessant und geil das Ganze ist. Denn es ist, weiß Gott, nicht mehr so selbstverständlich, in solche Locations zu kommen und das alles noch so vorzufinden. Gefühlt keine 3 Jahre alt hier, das Zeug. Ein purer Genuss, wirklich für jeden Urbexer. So, Leute. Was bleibt es abschließend zu sagen? Es ist eine hammergeile Location hier. Ich bin unglaublich froh, dass es heute geklappt hat hier. Wie gesagt, es war ja so überhaupt nicht geplant. Und am Ende war es ein reines Zufallsprinzip, heute hier gelandet zu sein. Aber so ist es manchmal. Die ungeplanten Sachen werden meistens dann umso schöner. So war es heute, eindeutig. Und was uns hier heute geboten wurde, das war schon ein Brett, muss man einfach so sagen. Und ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was mitnehmen. Euch hat es gefallen, das Ganze. Und ansonsten kann ich euch bloß sagen, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Kanal, lasst ein Like da und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, maximal Erfolge und ciao, ciao. Nach langer, abenteuerlicher Bauzeit wurde der Gebäudekomplex 1986 eröffnet, bevor die Immobilie durch den Freistaat übernommen und privatwirtschaftlich betrieben wurde. Als der Pachtvertrag 2002 auslief, wurde das Hotel nach langem Hin und Her wieder verkauft. Es wurden anschließend ca. 2 Millionen Euro investiert, um das Hotel interimsweise zu einem Altersheim umzubauen. Als solches wurde es dann bis zum Frühjahr 2004 genutzt, doch seitdem stand es leer. Als das Objekt 2010 an einen asiatischen Investor verkauft wurde, wurden lediglich ein paar halbherzige Arbeiten verrichtet, die nicht einmal ansatzweise zu irgendeiner Wiedereröffnung beitragen konnten. 2012 kam es letztlich zu einem Brand an der Fassade, bei dem bis heute keine Brandstiftung nachgewiesen werden konnte. Für viele Teile des Gebäudes besteht seitdem kein Bestandsschutz mehr. Mögliche neue Investoren, die das Gebäude zu altersgerechten Wohnungen umbauen wollten, wurden nicht ernst genommen. Bis heute wurde das Hotel seinem Schicksal hinterlassen.